Weißt du, wie viel Sternlein stehen an dem blauen Himmelszelt? Weißt du, wie viel Wolken gehen? Ich will nicht, dass du mit dem Baby alleine bist. Du weißt ganz genau, warum. Eine weibliche Leiche. Die Prostituierte arbeitet hier in der Nähe und hat die Leiche am Ufer entdeckt und uns informiert. Ist der Doc schon informiert? Der ist schon unterwegs. Super. Du hast schon eine Ahnung, wer sie ist? Nein, sie hatte keinerlei Ausweispapiere bei sich. Was hat sie denn da hinterm Ohr? Tattoo. Machst du ein Foto davon? Dann rede ich mal mit der Zeugin. Ganz schön kalt. Wem sagen Sie das? Mein Name ist Krass von der Kriminalpolizei. Würden Sie mir ein paar Fragen beantworten? Ja, gerne. Sie arbeiten also hier in der Nähe? Ja, mein Wohnwagen, der steht da hinten. Und auf dem Weg dahin komme ich am Fluss entlang und dann sah ich sie da im Wasser liegen. Mein Gott, die arme Kleine, die war so nett. Sie hat mich immer freundlich gegrüßt. Sie kannten das Mädchen? Ja, nee, ich kannte sie nur vom Sehen. Die kam ja öfter hier mit ihrem Freund. Gestern waren sie auch da, so um 3:30 etwa. Hatten wohl Zoff, aber ich habe mich da nicht weiter drum gekümmert. Ist dir vielleicht mal ein Name gefallen? Also von ihm oder von ihr? Nee, sorry. Okay, gut. Falls Ihnen noch was einfällt. Hm. Hier ist meine Visitenkarte. Rufen Sie mich an, ja? Ja, danke. Danke. Ja, und Sie haben dieses Tattoo auch nicht gestochen. Na, wissen Sie denn vielleicht, was die Schrift bedeutet? Auch nicht. Gut, da kann man nichts machen. Trotzdem vielen Dank. Sollte Ihnen auch was einfallen, melden Sie sich einfach, ja? Gut. Danke. Tschüss. Und? Erfolg gehabt? Leider nichts. Und du? Nee. Keine Hinweise auf die Identität des Mädchens. Öffentlichkeitswarnung raus. Na ja, klar. Mit einem Foto der Leiche und von dem Tattoo. Tja. Nasemann Kaif? Ah, das ist nett, dass Sie sich melden. Können Sie was zu dem Tattoo sagen? Wie heißt das? Tengwar. Okay, und was ist das genau? Ah, und diese Buchstaben bedeuten Amelie. Aber gestochen haben Sie es nicht. Okay, alles klar. Ja, super, perfekt, ich danke Ihnen. Tschüss. Amelie? Ja, dieses Tattoo bzw. die Schrift nennt man Tengwar. Na, Elbenschrift oder sowas. Sowas wie bei Herr der Ringe. Ja. Vielleicht ist Amelie ja der Name der Toten. Michi! Ah, was ist denn in der Pathologie? Ja. Und? Der Doc war noch nicht fertig. Todesursache ist also noch nicht geklärt. Er meldet sich. Bei dir Neuigkeiten? Ja, also den Tätowierer konnten wir noch nicht ausfindig machen und die Öffentlichkeitsfahndung hat auch noch nichts ergeben. Das heißt, es gibt nichts Neues. Kollegen, das ist Robin Schlüter. Er glaubt zu wissen, wer das tote Mädchen aus dem Fluss ist. Ich weiß es. Das ist Vanessa Ragnes, meine Ex-Freundin. Okay, danke, Max. Und da bist du dir ganz sicher? Ja, ich habe den Aushang am Bahnhof gesehen und ich habe auch das Tattoo erkannt. Wissen Ihre Eltern schon Bescheid? Weiß ich nicht. Okay, ich informiere mal eben Robert und Gerhard, ja? Mhm. Okay, komm mal mit. Wer war denn an der Tür? Guten Abend. Hallo, wer sind Sie denn? Mein Name ist Krass von der Kriminalpolizei. Das ist mein Kollege Ritter. Aber nicht irgendwas mit Vanessa, oder? Es tut mir sehr leid, Ihnen sagen zu müssen, dass wir Ihre Tochter tot aufgefunden haben. Nein! Nein! Oh.
Wissen Sie, wie es passiert ist? Sie wurde heute Vormittag in der Klärne gefunden. Die genauen Todesumstände sind noch nicht geklärt. Oh Gott, Vanessa, sie konnte nicht schwimmen. Ja, was um Himmels Willen hat sie bei dieser Kälte am Fluss zu suchen? Das versuchen wir herauszufinden. Wann haben Sie Ihre Tochter denn zum letzten Mal gesehen, wenn ich fragen darf? Ich darf doch, oder? Bitte, ja. Gestern Abend, es war zwischen 16:30 und 17:00. Es gab einen Streit. Würden Sie uns bitte sagen, um was es dabei ging? Um nichts. Totale Nichtigkeiten. Schlechte Schulnoten und langes Wegbleiben und sowas. Wie hat der Streit geendet? Vanessa ist abgehauen. Und sie kam die ganze Nacht auch nicht mehr nach Hause. Vanessa reagiert immer ein bisschen extrem, wenn sie ihren Willen nicht bekommt. Wir hatten gehofft, dass sie bei einer Freundin übernachtet und dann von allein wieder nach Hause kommt. Sie kommt nie wieder. Nie wieder. Soll ich gehen? Nein. Nein, ich mach das schon. Wir hätten natürlich noch ein paar weitere Fragen. Bitte. Du und Vanessa, warum habt ihr euch denn getrennt? Ihre Eltern haben mich gehasst. Ihr Vater ist so ein reicher Unternehmer, Fuzzi. Und ich habe keine Ausbildung und halte mich nur mit Nebenjobs über Wasser. Aber Vanessa war das egal? Ja, als wir noch zusammen waren, wollten wir sogar zusammen abhauen. Und warum seid ihr nicht abgehauen? Weil ihre Eltern das eben spitz gekriegt haben. Die haben sie dann zum Schüleraustausch nach Kanada geschickt. Und da drüben hat sie mich dann anscheinend vergessen. Hast du nichts mehr von ihr gesehen oder gehört? Nein, seit anderthalb Jahren nicht. Es gibt nämlich eine Zeugin, die meint, Vanessa des Öfteren mit einem jungen Mann am Fluss gesehen zu haben. Tja, ich weiß nicht. Vielleicht hat sie einen neuen. Wenn du möchtest, kannst du jetzt nach Hause fahren. Ich habe ja deine Personalien. Ich melde mich dann nochmal, okay? Tschüss. Ui. Der Doc hat sich gerade gemeldet. Er ist mit der Obduktion durch. Ich fahre da gleich mal hin und die Befragung was ergeben. Er behauptet, Vanessa seit anderthalb Jahren nicht gesehen zu haben. Das glaubt verzählig. Ich glaub's auch nicht. Dafür war er viel zu mitgenommen. Abends. Na? Na, hallo. Sag mal, Doc, wie lange willst du uns eigentlich noch auf den Bericht warten lassen? Ach so, na klar. Entschuldigung. Das nächste Mal nehme ich die Leiche erst gar nicht zu, sondern bring dir erstmal den Bericht persönlich vorbei. Wie wär's dann so im parfümierten Blümchenpapier? Ja, so ungefähr hatte ich mir das vorgestellt. Mhm. Was hast du denn rausgefunden? Todeszeitpunkt war zwischen 20 und 23 Uhr. Todesursächlich ertrinken. Na, ansonsten gibt's keine Anzeichen für äußere Gewalteinwirkung. Du glaubst, es liegt gar keine Straftat vor? Schwer zu sagen. Sie könnte natürlich auch in den Fluss gestoßen worden sein. Super. Sind wir ja genauso schlau wie am Anfang. Sonst hast du nichts? Naja, das Wasser in ihrer Lunge ist noch im Labor zur Untersuchung. Ja, und dann gibt's noch was. Offenbar hatte das Mädchen schon mal ein Kind geboren. Na gut, da können wir nichts machen. Vielen Dank, ja? Tschüss. Also, ein Kind von Vanessa Ragnitz gibt es offiziell gar nicht. Ja, aber was hat sie mit dem Baby gemacht? Hat sie es vielleicht in eine Babyklappe gelegt? Morgan, von welchem Baby redet ihr? Die Obduktion hat ergeben, dass die Tote bereits ein Kind geboren hat. Aber das Kind ist nirgendwo angemeldet. Ja, was sagen die Eltern? Die kommen heute Mittag erst. Na, die Eltern, die haben ein Baby. Als wir gestern in der Villa waren, haben wir es über das Baby von schreien hören. Grassalo? Wenn das mal kein Zufall ist, ne? Ja. Das könnte ja eine interessante Vernehmung werden. Okay, wann genau? Gerade erst. Ja, vielen Dank. Wir sind unterwegs. So wie es aussieht, ist der ominöse Freund von Vanessa wieder am Flussufer aufgetaucht. Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass das dieser Robin Schlüter ist. Nehmt auch mal eine Kopie von seinem Ausweis mit, der liegt bei mir auf dem Schreibtisch. Alles klar. Der ist da vorne irgendwo in den Büschen verschwunden. Wann genau war das? Etwa vor einer Viertelstunde. Ich habe ja noch probiert, ihn aufzuhalten, aber es hat ihn nicht interessiert.
Und in welche Richtung ist er weggelaufen? Ja, da lang. Hier war das. Hier unten ist er gekauert und hat was aufgeschrieben. Gucken Sie mal. War er das? Mhm, ja. Also mir wird langsam kalt und ich denke, ich bin hier ja überflüssig. Ich müsste auch mal anfangen zu arbeiten. Sie können gehen. Okay. Danke, dass Sie uns informiert haben und beste Umsätze. Hier. Tut mir so leid, was ich Vanessa angetan habe. Ich werde nie vergessen, wie sie mich angesehen hat. Zum letzten Mal. Wir sollten zusehen, dass wir den Jungen finden.